Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. In der letzten Folge haben wir mit Forgotten gespielt, haben alles freigeschaltet, was richtig cool ist. Und heute schalten wir auch hoffentlich wieder was frei. Und zwar spielen wir Samson und mit denen fehlt uns noch Delirium und Megasatan, wie es aussieht. Megasatan ist ja mega einfach, Delirium wird schon ein bisschen schwerer. Wir haben übrigens eine XL-Ebene. Und Delirium muss man Glück haben, dass man da überhaupt hin darf, weil da muss ja erstmal dieses Void-Ding offen sein. Und dann muss man auch stark genug sein, damit man überhaupt Delirium vernichten kann. Das war Absicht, denn jetzt habe ich mir meinen Der will die natürlich kaputt gemacht. Dadurch, dass ich ein Leben verloren habe, weil das nichts Erlebende ist. Fuck! Ich hoffe, wir kriegen trotzdem Devil Deal. Weil wir wollen ja zu Megasatan. Das ist ultra gut. Ah, warum wurde ich da so dumm getroffen? Kacke. Wir wollen zu Megasatan, heißt, wir brauchen genauso wie in der letzten Folge auch wieder ganz viele Angel Deals. Aber um Angel Deal zu bekommen, braucht man halt erstmal einen Devil Deal, den man nicht annimmt. Und dann ist man gut dabei. Jetzt wurden wir leider schon einmal getroffen. Und das ist blöd, Leute. Das ist richtig kacke. Ich mag das nicht. Dazu sei gesagt, bin gerade erst aufgestanden. Ich muss heute noch 3 Videos aufnehmen. Ich nehme eigentlich höchstens an einem Tag mal 2 auf. Höchstens, allerhöchstens. Normalerweise nehme ich pro Tag immer ein Video auf. Dann bin ich immer tagesaktuell und keine Ahnung. Dann fühle ich mich am besten. So hat das bei mir am besten funktioniert bisher. Aber da ich jetzt ja über das Wochenende weg bin, mit meiner Familie, inklusive Oma, Opa, Bruder, was weiß ich, halt auf dem Campingplatz, und ich trotzdem jeden Tag natürlich ein Video für euch raushauen möchte, muss ich heute mal ein bisschen mehr aufnehmen. Das wird allerdings richtig knapp. Es ist jetzt, und ja, ich bin gerade erst aufgestanden, aber es ist jetzt 14 Uhr. Jetzt werden einige sagen, hä? Aber es ist hier Karfreitag bei mir gerade. Für euch ist jetzt Samstag wahrscheinlich. Ich werde das wahrscheinlich morgen hochladen. Was wollte ich sagen? Ja, bin auf dem Campingplatz und möchte Videos machen. Achso, aber wir fahren jetzt schon um 19 Uhr heute los. Und ich muss dann jetzt halt die Videos noch aufnehmen, die bei mir ja immer so eine halbe Stunde mindestens gehen. Zumindest. Die dann noch schneiden, hochladen, Thumbnails machen, bla bla bla. Und ich glaube nicht, dass ich 3 Videos an einem Tag hinbekomme. Also mal gucken, Leute, wie ich das hinbekomme. Ich will hier nichts mehr machen. Deswegen waschen wir jetzt auch hier ein bisschen durch. Wir versuchen natürlich trotzdem zu überleben und den Megasatan zu töten. Aber ich bin unter Zeitdruck, Leute. Unter Zeitdruck. Achso, eventuell, falls ich das nicht schaffe mit den Let's Plays, kann eventuell auch ein Vlog kommen. Ah. Nein, mein Devil, die ist schon wieder weg. Ach, so eine Kacke. Okay, dann ist unser... Wenn wir schon keinen Megasatan bekommen, dann versuchen wir wenigstens zu Delirium zu kommen. Das ist das Mindeste, was man hier tun kann. Ja, eventuell kommt ein Vlog vom Campingplatz. Hat der Kloxen angefragt, ob ich da nicht vielleicht sowas machen möchte, weil ich sowieso mein Longboard mit habe. Aber es kann sein, dass ich gar keine Zeit dafür habe, auch nicht zu longboarden, weil ich da einfach zu doll eingespannt bin in Sachen, Leute, Sachen. Ich muss da nämlich auch Sachen erledigen, tatsächlich. Zum Beispiel hat mein Bruder und mein Opa, die haben beide gleichzeitig Geburtstag an einem Tag. Und dann ist natürlich noch Ostern und dann muss man auch da Sachen vorbereiten. Und auf dem Campingplatz ist sowieso immer irgendwie Arbeit angesagt, das ist gar nicht nur zum Entspannen. Ganz komisch, Leute. Apropos Osterfeuer, Leute, geht ihr zu Osterfeuern? Hier in meiner Umgebung gibt es auch immer ein richtig großes Osterfeuer, immer schön im Wald, damit der Wald auch richtig schön abfackelt. Da gehe ich eigentlich immer gerne hin, aber da muss man aufpassen, da darf man nur am frühen Abend hin. Weil so ab 10, 11 Uhr kommen immer die ganzen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch, aber da kommen immer die ganzen Ausländer, überwiegend Türken. Ist halt einfach so. Und die prügeln sich da dann immer und dann die Deutschen sind dann auch nicht besser, die betrunkenen Deutschen prügeln sich dann natürlich mit. Aber das fängt erst an, wenn die ganzen Türken halt kommen. Das ist komisch. Also man muss dann davor dahin gehen und das Feuer genießen. Und wenn die dann so langsam kommen und man das merkt, dann sollte man da weggehen. Weil das eskaliert einfach jedes Jahr. Aber dieses Jahr kann ich da sowieso nicht hingehen, weil ich, wie gesagt, gar nicht in meiner Heimatstadt hier bin. So ist das, Leute. Ah ja, geht ihr zu einem Osterfeuer? Würde mich mal interessieren. Und wie sind die Osterfeuer feiern? So, bei euch. Habt ihr auch ein großes Osterfeuer? Geht ihr richtig zu so einem offiziellen Osterfeuer? Oder macht ihr das privat? Nur mit Familie? Oder ladet ihr da Freunde ein und keine Ahnung, grillt? Oder was man sonst so macht? Sauft ihr euch da? Kein Plan, wie man sonst Osterfeuer feiert. Findet übrigens Osterfeuer richtig komisch. Warum gibt es das? Allgemein, Ostern verwirrt mich richtig. Ich meine, ja, hier Karfreitag, da wurde der Jesus ja irgendwie gekreuzigt, denke ich mal. Also da ist er gestorben, glaube ich, an Karfreitag. Ich glaube, er wurde schon vorher gekreuzigt, oder? Bin mir jetzt unsicher. Ich glaube, an Karfreitag ist er erst gestorben, aber davor hing er da ja schon eine Woche oder so.
Ah, jetzt komme ich ja wieder mit meinem Religionwissen an, das ich nicht habe. Mann, ey. Ich hatte halt immer nur Werte und Normen in der Schule, Leute. Also das ist so viel klar. Karfreitag ist klar. Samstag ist dann irgendwie gar nichts. Da war er dann einfach tot. Warum man da dann Osterfeuer feiert? Gar keine Ahnung. Hat das überhaupt was mit Christentum zu tun? Da bin ich mir unsicher. Der Osterhase hat, glaube ich, auch gar nichts mit Christentum zu tun. Oder hat der Hase irgendeine Bedeutung? Irgendwas Christliches. Ich habe neulich gelernt, dass ein... hier so ein Goggle, ein Wetterhahn, ein Hahn. Ein Hahn hat nämlich eine Bedeutung. Der wird auch in der Bibel irgendwie genannt. Und das macht dann auch Sinn, warum er als Wetterhahn benutzt wird und so. Weil, ja, kann ich jetzt nicht so gut wiedergeben, deswegen mache ich das nicht. Aber der Hahn hat auf jeden Fall in der Bibel eine Bedeutung. Hat der Hase vielleicht auch so eine Bedeutung? Das würde mich mega interessieren. Also wenn ihr da was Näheres wisst, sagt mal Bescheid, Leute. Aber das finde ich richtig komisch. Und wann ist überhaupt Ostern? Ist Ostern jetzt Freitag oder ist das diese ganzen 4 Tage jetzt über das ganze Wochenende? Oder ist Ostern nur Sonntag, am Ostersonntag? Und was ist der Montag? Was ist am Montag passiert? Ostermontag, was geht ab? Ist da Jesus wiedergekommen oder ist er schon am Sonntag wiedergekommen? Und wenn er erst am Montag wiedergekommen ist, warum ist Sonntag dann die Ostersuche? Ist das so? Ich weiß das gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das mit dieser Suche halt damit zu tun hat, weil er halt gekreuzigt worden ist und dann weg war, dass man ihn dann Sonntag halt gesucht hat, weil er nicht da war, wo er sein sollte. Und Montag, ja, keine Ahnung, was da Montag war. Montag war dann halt da. Montag feiert man aber... Ist Montag auch ein Feiertag? Ich bin halt mega verwirrt von Ostern, Leute. Ist nicht mein Feiertag. Ich raffte diesen Feiertag nicht. Aber ist ja schön, Leute. Ist ja schön, dass es das gibt. Bringt mir nichts, weil ich trotzdem Schule machen muss. Ich habe nicht frei, aber ja. So ist das. Was sonst? Hier, Maus-Update. Ich habe ja eine Maus im Haus. Beziehungsweise, langsam denke ich, das ist eine ganze Maus-Familie. Also ich hatte ja eine... Oh. Ich hatte ja... Nein, ich wollte doch zum... Mega-Satan, ich bin so retarded, ohne Witz. Egal, wir gehen einfach nur zu Delirium. Oder schaffen das hier zumindest. Wir haben eine Maus im Haus, oder... Das reibt sich sogar. Oder eine ganze Familie. Ich hatte ja auch eine Maus in meinem Zimmer. Um das nochmal so zu verdeutlichen, die ich 4 Stunden oder 8 Stunden, die ganze Nacht auf jeden Fall gejagt habe. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden, das waren sehr viele Stunden. Und dann sogar gefangen habe und dann habe ich sie ausgelassen. Und jetzt ist aber wieder eine Maus da, ist nicht dieselbe, denke ich mal, weil die einfach voll groß ist. Vielleicht ist sie auch einfach gewachsen, aber ich denke nicht, dass es dieselbe ist. Und die buddelt hier so rum, Leute, die, keine Ahnung, die war über unserem Kühlschrank. Der halt einfach über 2 Meter über dem Boden steht. Also da über war er quasi. Der Kühlschrank ist natürlich trotzdem auf dem Boden. Auf jeden Fall war sie da drauf. Und ich habe keinen Plan, wie sie da raufgekommen ist. Weil an sich konnte sie da nirgendwo hochklettern. Das war richtig strange. Und ich hab nur gehört, wie sie da so ein bisschen rumgeduddelt hat über dem Kühlschrank. Und dann habe ich die Musik da laut angemacht. Und dann ist sie auch tatsächlich weggegangen von diesem Kühlschrank. Über so, wie nennt man das, nicht Jalousie, sondern so ein Vorhang vor der Jalousie, Leute. Wisst ihr, was ich meine? So eine Stange, wo so ein Vorhang vor ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Da ist sie rübergelaufen. Ganz frech. Da habe ich sie auch das erste Mal wieder gesehen. Ich habe sie sonst immer nur gehört und konnt erahnen, dass sie da ist. Ich habe sie dann nochmal im Augenwinkel gesehen, aber sie nie so richtig. Jetzt war das erste Mal, dass ich sie richtig gesehen habe. Das war eine Erleichterung für mich. Ich habe meinen Eltern immer erzählt, hier ist irgendwo eine Maus. Aber so richtig beweisen konnte ich das nicht. dann dachte ich, ich würde mir das vielleicht einbilden, weil ich wieder zu viel Wein getrunken habe oder so. Keine Ahnung. Aber diesmal habe ich sie auf jeden Fall richtig gesehen. Und ja, die ist dann von dieser Stange in die Decke rein, Leute. Einfach in die Decke. Die wohnt quasi unter der Decke. Oder über der Decke. Und das Blöde ist, über dieser Decke, also von der Küche, da ist mein Zimmer. Das heißt, die kann jetzt immer hin und her laufen zwischen meinem Zimmer und der Küche. Und wie willst du eine Maus irgendwie fangen, wenn die zwischen deinen Wänden ist? Das geht doch gar nicht. Richtig retarded, Leute. Ich habe dann auch schon vorhin angefragt, ob er uns vielleicht mal seine Katze leihen könnte, damit die irgendwie sich um die Maus mal kümmert. Er meinte dann aber, die Katze hat noch nie eine Maus gesehen, aber wahrscheinlich wird sie trotzdem zerfleischen, weil die Katze sehr viel Spaß am Spielen hat. Vor allem, wenn die Sachen dann noch am Leben sind. Fand ich witzig, Leute. Aber ja, wir haben hier so eine kleine Mäuseplage. Aber das bringt meine Eltern wenigstens mal dazu, das Haus aufzuräumen. Dass hier nicht überall Essen rumliegt. Das ist zumindest eine positive Sache, Leute.
Aber ich glaube, wir kriegen kein Angel-Deal. Das ist echt sad, Leute. Aber wir sind sehr schnell. Noch eine XL-Ebene? What the hell? Zweite XL-Ebene in einer. In einem One. That's nice. Wir können hier aber wirklich voll krass durchwaschen, weil wir halt Brimstone haben. Brimston. Wie ich das auch gerne nenne. Ach ja, ich halte euch auf dem Laufenden, was es mit dieser Maus auf sich hat, ob wir die irgendwann nochmal fangen. Ja, die war jetzt auch gestern. Nachdem wir eine Zeit gewartet haben, da war sie dann an der Seite von dem Kühlschrank. Wir haben halt so einen Kühlschrank mit Holzverkleidung. Da hat man gehört, man hat sie nicht gesehen, man hat sie wieder nur gehört, wie sie an der Küchentür, also na, wie nennt man das? Das, wo das Essen drin ist, Kühlschrank. An der Küchen-Kühlschranktür hat man gehört, wie sie da einfach drum rangenagt hat. Also die will sich da wahrscheinlich irgendwie durchnagen. Das Blöde ist, unter unseren Küchenutensilien überall, da ist überall so ein kleiner Freiraum. Also so, keine Ahnung, 5 cm hoch steht das alles. Das ist so ein kleiner Freiraum. Und da kann sie jetzt einfach drinnen leben. Das ist richtig komisch. Die kann einfach überall leben. Und man kommt nirgends voran. Wenn die da jetzt irgendwo stirbt und dann kommt man die nicht daran, das wird richtig eklig, Leute. Dann stinkt das alles nach Verwesung und aber irgendwie kein Bock drauf, Leute. Hoffentlich kriegen wir noch davor irgendwie. Oh ja, wir haben hier gerade so eine kleine Mausplage. Somehow. Obwohl Mäuse natürlich süß sind. Nein. Früher wollte ich immer eine Maus haben. Aber durfte nicht, weil wir eine Katze haben oder hatten. Wird jetzt leider auch tot. Und dann wurde mir das immer verboten, leider. Sad life, Leute, sad life. Und ich glaube, meine Eltern haben mir nicht zugetraut, dass ich mich um Mäuse kümmern kann. Und dass sie mir sehr schnell auf die Nüsse gehen würden, wenn sie da immer rumquietschen und so. Aber früher wollte ich auf jeden Fall immer eine Maus haben, das weiß ich. Mr. Boom. Nö, nö. Gib mir was anderes. Nö, nö. Ja. Why not? Können wir uns ein bisschen teleporten? Ist doch ganz nett. Mit ein bisschen Glück teleportet uns das sogar zum Boss oder zum Error-Raum oder sowas. Wir haben keine Leben, ist die Sache. So gar keine. Also selbst wenn wir zu Mega-Satan kommen sollten, früher oder später, geht es uns nicht so gut. Wieso haben wir denn jetzt trotzdem Mr. Mega? Ach, das andere war ein Space-Item, glaube ich. Okay. Nee, ich mag dich nicht hier. Spüre mein Einhorn. Spüre mein Einhorn. Okay. Da dachte ich, das Einhorn wird mehr Schaden machen. Wir haben eine ganz geringe Chance, einen Devil Deal zu bekommen. Jetzt wirklich eine richtig geringe Chance. 0,5%. Easy gegen all odds. Schade. Ach nee, jetzt kommt das ja erst, weil das der zweite Boss ist. Hallo Mutti. Hallo Mutti. Irgendwie ist unser Brimstone noch nicht so stark. Kann das sein? Ach ja, was sonst? Ich habe gestern Foul. Nee, ja, vorgestern? Vorgestern. Ich habe vorgestern Forager angefangen. Das ist ein schönes Spiel, das ist so an Zelda, Stardew Valley und, na was war das, Terraria angelehnt und auch so ein bisschen an Minecraft, allerdings so, ist das so eine von oben drauf Sicht. Ist ein sehr schönes Spiel. Will ich auf jeden Fall auch nochmal streamen, hatte ich auch heute vor irgendwie zu streamen, also jetzt an Freitag. Vielleicht mache ich das auch, aber wie gesagt, bin ich unter Zeitdruck und deswegen wird das eventuell nix. Wir könnten hier irgendwas mitnehmen. Uns dann raus teleporten. Wir nehmen die Fliege mit, oder? Wie setzt man sein Spacebar-Item ein, frage ich mich. Ah. Ey, wir kommen sogar in den Error-Raum. Ja, wie cool ist das denn? Hallo Error, ich töte dich. Stirb! Okay. Cool. Hä, wir kommen einfach sofort in den Error-Raum? Mega gut. Aber ja, Forager ist ein sehr schönes Spiel, könnt ihr auf jeden Fall reingucken. Hat relativ viele Aufrufe bekommen, tatsächlich. Und was ich sehr komisch fand, ein paar andere YouTube-Kollegen haben einfach geschrieben: Jo, Spiel sieht nett aus. Pausiere ich das bei dir und guck das nicht weiter, sondern stream das lieber selber. Ja. Das fand ich komisch, Leute. Wollen, dann markieren sie mich da noch. Also nicht, die haben es nicht unter den Kommentaren geschrieben, sondern auf anderen Plattformen, so Discord oder Twitter. Da haben sie mir dann einfach geschrieben: Ja, schönes Spiel, aber ich guck's bei dir nicht. Ich spiel's einfach selber. Und dann haben sie es nicht mal über mich eingekauft. Also habe ich davon gar nichts. Ich habe weder Watchtime noch irgendwie Provision, dass sie es über mich eingekauft haben. Finde ich komisch, dass sie mich dann auch noch verlinken, als ob ich das dann irgendwie toll fände. Weiß ich nicht. Finde ich komisch. Ach ja.
Auch nochmal ein Aufruf an euch. Ich habe meistens in der Endcard ein Link zu dem Spiel, was ich gerade spiele. Das ist meistens ein Link zu Humble Bundle und wenn ihr dann darüber das Spiel kauft, also wenn ihr irgendein Spiel bei mir seht, was ihr toll findet und dann auch kaufen wollt, dann könnt ihr gerne mal in der Endcard gucken, da ist meistens ein Link drin zu dem Spiel, das ich spiele, zu Humble Bundle und wenn ihr das dann darüber kauft, dann kriege ich eine kleine Provision. Ihr habt nicht mehr Kosten, aber ich kriege halt eine kleine Provision ab, das sind dann so, keine Ahnung, 5% von Einkaufspreis. Und das wäre ganz toll, damit könnt ihr mich ganz toll unterstützen. Nur mal so am Rande. Kostet nix und bringt mir was. Das ist nett. Ich habe auch einen Affiliate-Link und so einen Kack, aber damit will ich euch jetzt nicht voll quatschen. Aber irgendwie muss ich halt Geld kommen. La la la, als aber Schüler hier. Ich hab kein Geld. Ich hab überhaupt kein Geld. Also, aua, ey, du komisches Tentakelviech. Hallo, what? Was war da denn? Okay, mich hat irgendwas Komisches getroffen. I don't know. Bum, bum, bum. Wir sind voll schnell unterwegs. Ich laufe aber heute gegen alles gegen. Ich fühle mich, glaube ich, ein bisschen zu sicher. Hätten wir den Pyjama nicht gefunden, dann wären wir jetzt wahrscheinlich auch schon tot. Arr. Was macht eigentlich unsere Fliege? Die folgt uns einfach nur, ne? Ah, und sie schießt! Wie cool ist das denn? Nee, Cursed Skull. Nein, danke. Dann haben wir endlich den Boss. Die folgt uns, macht wahrscheinlich Damage auf ihren Wegen. Und schießt, wenn sie in der Nähe von irgendwas ist. Ich mag dich nicht, du bist ein Doofkopf. Oh, dieser Boss kommt viel zu häufig in The Womb jetzt. Ohne Witz. Mir ist übrigens aufgefallen, beziehungsweise dem Kloxen ist aufgefallen, dass ich ohne Witz sehr, sehr oft sage anscheinend. Das ist so mein Spruch. Hey, ein Devil Deal, hallo. Ich glaube, wir haben gar keine Chance mehr auf dem Angel Deal, oder? Weil wir schon einen Devil Deal mitgenommen haben. Meh. Aber hat sich, glaube ich, gelohnt. Für einen Brimstone kann man das ruhig mal machen. Guck mal, hier noch ein Brimstone. Nehme ich mit. Danke, danke. Arr. So, was haben wir hier? The Sun. Okay, doppelter Brimstone. Bitte ich. Okay. Und wir gehen weiter. Wir sind übel schnell. Also, Delirium würde ich mich wahrscheinlich trauen. Wenn wir da irgendwie hinkommen könnten, wäre das ganz nett. Das wäre ganz nett. Au, 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 au. Ach ja, ansonsten habe ich jetzt die ganzen Videos auch runtergeladen. Ich habe jetzt ungefähr 600 Minuten, also 10 Stunden Netflix-Material mir runtergeladen. Was ich richtig komisch fand übrigens, ich wollte The Order runterladen. Das darf ich auch gucken. Die Serie ist anscheinend irgendwie ab 18. Aber beim Runterladen wollte er das Kindersicherungspasswort haben. Was ich richtig komisch finde. Aber nur beim Runterladen. Also angucken durfte ich es, aber ich durfte es nicht runterladen ohne Kindersicherungspasswort. Und da ich mir Netflix nur schnorre von einem Freund, muss ich ihn dann erstmal anfragen, wie der überhaupt sein Passwort ist. Das fand ich komisch, Leute. Aber ja, das habe ich. Und ich habe jetzt 10 Stunden an Material und ich hoffe, das langt einfach, dass ich die paar Tage da, die 4 Tage, die ich auf dem Campingplatz bin, überlebe ohne Internet. Wie soll man denn ohne Internet leben? Das geht doch gar nicht. Nee, das langt nicht. Also ich gucke, wenn ich zu Bett gehe, dann gucke ich locker 2 Stunden eigentlich immer YouTube oder so. Und Netflix. Und daher eventuell langt das nicht. Und dann muss ich am letzten Tag mich in den Schlaf weinen. Das wäre sehr traurig. Aber kann passieren. So. Komm schon, Boss. Ich muss schnell zu dir. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit zu verlieren. Wir machen hier einen Speedrun draus. Mehr oder weniger. Wäre das ein richtiger Speedrun, dann hätte man die ganze Zeit resettet, bis man ein gutes Item gleich am Anfang hat. Ich weiß, wir könnten... Ja, okay, das war mit Absicht, damit ihr alle stirbt. Wir könnten in den Geheimraum da reingehen. Da könnte etwas Gutes sein, aber meh. Was soll da schon sein? Brauchen wir alles nicht. Nö, hallo Boss. Au, ja, einfach gegen alles gegenlaufen. Da bin ich gut drin. So, pow, pow, doppelter Brimstone hier. Doppelte Brimstone-Action. Attacke. Und Attacke. Und Attacke. Damage-Up wäre noch ganz schön, ne? Unser Brimstone ist nicht so stark, wie er sein könnte. Und er braucht doch relativ lange zum Aufladen, tatsächlich. Mein Knochenherz würde ich gerne behalten. Danke. Wir gehen zu Isaac. Warum eigentlich? Weil wir zu Delirium wollen. Richtig, richtig. Wir wollen zu Delirium. Mehr oder weniger wollen wir dahin. Dass wir zumindest die Chance haben, irgendwas freizuschalten.
glaube, man kann auch zu Delirium gehen, indem man zu Satan geht. Aber ich glaube, da ist die Chance nicht allzu hoch. Also die Chance ist, glaube ich, höher, wenn man in die Chest geht. Da wir jetzt aber das Polaroid dabei haben, müssten wir halt wirklich zu... Oh nein. Zu Isaac gehen. Ja, tschüss, ihr komischen Geister. Ich hasse euch immer noch. Geister sind blöd. Dass es Geister in diesem Spiel überhaupt geben muss. So eine... Ah! So eine Kacke. Nein, mein Herzchen. Ja, ja. Was habe ich sonst noch runtergeladen? Ich habe Food Wars Staffel 2 runtergeladen. Und anscheinend haben das auch einige von euch geguckt. Food Wars. Finde ich cool. Finde ich witzig vor allem, dass ein Koch-Anime quasi, ist ja nun mal ein Koch-Anime, solche Wellen schlägt. Finde ich witzig, dass der so beliebt ist. Obwohl das nur ein Koch-Anime ist. Und ich habe mir... Irgendwas habe ich noch runtergeladen. Irgendeine andere Serie. Habe ich gerade vergessen. Ach hier, dieses Food Love... Nee, nicht Food... Blablabla Love Robots. Hieß tatsächlich so. War ich mir ja unsicher. Da bin ich auch mal gespannt. Das hat ja auch sehr gute Kritiken bekommen. Auf jeden Fall von allen, die ich so angefragt hatte. Er hat gesagt, oh, ja, Petrified Poop. Kommst ein bisschen spät, Dude. Bisschen sehr spät. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Ach ja. Ansonsten muss ich halt irgendwie Podcasts hören oder sowas. Die habe ich auch immer noch runtergeladen. So, nein, du Blödkopf. Egal, war sowieso der falsche Weg, oder? Nee, das war der richtige Weg. Oh Gott. Ich werde halt trotzdem getroffen. Okay, ich glaube, wir verlieren. Danke für das Herzchen. Das haben wir sehr gebraucht. Wenn alles schlecht läuft, wenn wir jetzt noch einmal getroffen werden, dann haben wir auch noch eine Strength-Karte. Also noch ist alles relativ easy. Ich bin froh, dass wir gerade ein Herz bekommen haben. Die Strength-Karte ist halt auch leider nur für einen Raum. Jetzt müssen wir uns doch vielleicht doch nochmal anstrengen. Dass wir ja nicht so blöd sterben. Oh, okay. Herzchen. Du bist kein Herzchen. Hier vielleicht ein Herzchen. Mit zwei Herzen fühle ich mich jetzt nicht so sicher. Könnte besser sein. Loki Moki, gib mir ein Herzchen. Du bist so schön rot. Ach, was sonst? Eine Homepage habe ich mir eingerichtet. Ich nenne euch die Homepage nicht, weil die ist nicht für YouTube und so. Ich war hier schon drin. Naja, mehr oder weniger eingerichtet. Und ich muss sagen, ich habe da WordPress drauf installiert. WordPress kennen wahrscheinlich einige von euch, ich will es jetzt nicht erklären. Und WordPress ist so eine Scheiße, Leute. Ich komme damit gar nicht klar. Da habe ich richtig abgefuckt. Fucking WordPress. Irgendwie der komische Homepage-Dingsbus. Ist so ein bisschen Homepage-Baukastenmäßig. Ist halt, um so einen Blog irgendwie zu erstellen. Aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Und das Komische ist, ich hatte früher schon mal eine Homepage. Da ging das alles super easy. So von dem, was ich machen wollte. Aber jetzt mit diesem WordPress komme ich irgendwie gar nicht klar. Mit Blogs herstellen und so. Aber ich will schon eine eigene Homepage. Ich will ja nicht irgendwie so eine Template-Homepage nur haben. Und dann ist da an der Seite immer so eine komische Sidebar, die ich nicht wegbekomme. Und wenn ich die Sidebar wegmache, dann funktioniert alles andere nicht mehr. Und alles ist komisch. Ja, irgendwie ist das kein Plan. Ich glaube, da muss ich noch ganz viel Zeit reinstecken. Eigentlich wollte ich nur so eine ganz kleine Homepage haben. So eine Mini-Homepage, wo ich halt ab und zu mal was schreiben kann, wenn ich Bock drauf habe. Und irgendwie sitze ich da jetzt schon ein paar Stunden dran und komme nicht weiter. So, wir setzen mal die Strength-Karte ein. Damit Isaac zumindest ein bisschen schneller geht. Aber 21 Minuten zu Isaac, gar nicht so schlecht. Ich habe fast das Gefühl, dass Krampus Head mehr Schaden macht als unser Brimstone. Wie auch immer das möglich ist. Ja, geil, ein goldener Schlüssel. Danke, Sack of Mystery, irgendwas Zeug. So, Mega-Satan leider nicht. Dafür, oh. Infestation Shot, das ist auch mega gut. Spoonbender, hä, mega gute Sachen hier. Eden's Blessing ist das, glaube ich. Ne, Purity. Okay, gar kein Plan. Egal. Der Spoon, seht ihr, macht, dass wir diese Homing Shots haben. Vielleicht ist unser Brimstone jetzt, ja, lila. Na, ist das lila? Vielleicht ist das eher purpurfarben. Keine Ahnung, Leute.
Und ja, der Haupt halt. Also er trifft alle Gegner im Raum, wenn man den richtig anwinkelt. Finde ich sehr schön. Das ist so geil mit Brimstone. Oh Gott, okay, das war super dumm ausgewichen. Und dazu noch der Investigation Shot, den ich jedes Mal falsch ausspreche, aber ist mir egal. Der macht, dass wir immer mal Spinnen bekommen. Ich weiß gar nicht wann, nur wenn man die Gegner tötet oder was? Sieht gerade so aus. Schade. Wäre das so Gabi-mäßig, dann hätte ich das toller gefunden. Also, dass jedes Mal, wenn man die Gegner halt trifft, dass dann Spinnen rauskommen. Aber anscheinend kommen die wirklich nur, wenn man die Gegner tötet. Okay. Schade, Schokolade. Das andersrum wäre cooler gewesen. Gabi sein und Brimstone haben ist sowieso das mega krasseste. Was noch ganz toll wäre... I tell you what I want, what I really, really want, is a bisschen Damage. Wenn du Sigasig... I tell you what I want, what I really, really want. I tell you what you want, what I really, really want. I want a bisschen Damage und nicht sterben, danke. Das hat eine bei DSDS gesungen, deswegen habe ich jetzt voll den Ohrwurm vor mir. Ist auch in meiner... Wow, ist auch in meiner Playlist gelandet tatsächlich. Von den... Sugar Girls? Kacke, ich habe vergessen, wie die heißen. Egal. So eine Girlband, kennt ihr bestimmt das Lied. I tell you what I want, what I really, really want. No, okay, ich glaube, ich sterb. Wahrscheinlich schon in diesem Raum. An seinem Laser. Nee, okay. Herzchen? Irgendwo ein Herzchen? Trinket, gib mir doch bitte irgendwas. Okay, ich glaube, wir schaffen das nicht. Ja, ich glaube, ich sterbe in diesem Raum. Wenn alles blöd läuft. Okay, Herzchen. Doppelherzchen. Perfekt, dankeschön. Dann war das mal gut, dass wir da Krampus Head eingesetzt haben. Krampus Head macht wirklich ultra den Damage. Hätte ich nicht gedacht. Blaues Herz. Okay, jetzt geht's uns wieder gut. Ein Wechselbad der Gefühle hier. Tot, lebendig, tot, lebendig. So wie Jon Snow. Spoiler! Ich glaube, man sollte erst Spoiler sagen und dann den Spoiler nennen, oder? Erst die Spoilerwarnung geben und dann. Ja, danke für den Hit. Nehme ich immer wieder gern. Oh, brenne! Brenne, du Arsch! Okay, danke. Herzchen? Kein Herzchen. Hä, das ist ja mega gut. Guck mal, unsere Bombe, die explodiert in so einem großen Radius und hinterlässt einfach mega viele von diesen Feuerdingern. Ultra gut. Ohne Witz. Da war es wieder, das ohne Witz. Ich habe ein Herzchen gesehen. Danke. Kann dann bitte mal der Boss kommen? Langsam nervt mich das hier. Vor allem, weil ich so wenig Leben habe. Das nervt mich noch mehr. I wanna Sieg, Sieg. Ah. If you really my lover. Na, forever. Friendship never ends. Das ist so ein altes Lied. Okay, 3 Leben für Blue Baby. Sollte hinhauen, wenn wir uns nicht super dumm anstellen. Oh, da haben wir uns schon mal super dumm angestellt. Sehr gut. Wir kriegen leider auch kein Schild. Aber wir kriegen ein paar Spinnies. Sollte aber lang, ja. Nein, wir können zu Delirium. Oh ne, fuck my life. Okay, wir müssen zu Delirium gehen. Wenn das schon offen geht, müssen wir da auch hingehen. Oh nein, wir werden sterben. Wir werden sterben, wenn wir keine Herzen finden. Oh nein, wieso geht denn die Dings hier auf? Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Leben. Und ich wäre immer noch dafür, dass wir auch ein bisschen anderes Zeug finden. Leben und überhaupt mal ein paar Status-Upgrades. Wir sind hier halt viel zu schnell durchgewaschen, als dass wir irgendwas Gutes einsammeln konnten. Oh, das war ein sehr schöner Raum. Der hat uns sehr viele Spinnen gebracht. Solche Räume, wo man einfach nur einmal schießen muss und dann ist alles tot, ist mega gut. Damit kann man richtig viele Spins spawnen. Oh, mega gut. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir doch ultra gut. Was haben wir hier? Amnesia. Okay, cool. Gerade in so einer großen Ebene. Richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Damit ich erst recht nicht mehr weiß, wo ich bin. Okay, wir haben auch wieder volle Leben und spawnen gerade sehr, sehr viele Spinnen. Wir sind aber der Spinnenlord. Und meines Wissens können hier auch noch Items spawnen, oder nicht? Zu jeder Zeit, in jedem Raum. Okay, unser Ziel ist es jetzt natürlich, irgendwie unsere Spinnen zu halten,
Heißt, wir besiegen die Gegner schnell. Oh nein. Wir besiegen die Gegner schneller. Okay. Wow. Der hätte zum Problem werden können. 99 Schlüssel. Wir besiegen die Gegner schneller, als unsere Spinnen zu ihnen überhaupt gehen können. Dann geht's uns gut. Blablabla. Was bist du? Puberty, alles klärchen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Verwandlung irgendwie. Nehmen wir mit. Blaues Herz, sehr schön. Vielleicht ein Item? Nope. Aber ein paar rote Herzen, falls es uns irgendwie schlecht geht. Loki, das ist okay. Vor allem doppelter Loki, macht man gleich doppelten Schaden hier mit dem Brimstone. Ah, Delirium streckt jetzt diese Folge. So ein Bastard. Ich hätte schon fertig sein können. Oh, Lebensupgrade. Okay, da geht's uns gut. Ist die Frage, wie viele Leben man überhaupt durch dieses Lebensupgrade bekommt? Da bin ich mir... Ah, fuck. Immer unsicher. Ob man damit mit einem Leben spawnt oder mit drei oder wie ist das? Oh, falsche Richtung. Wie ist das da ausgelegt? Oh Gott. Das ist ein blöder Gegner, ohne Witz. Danke, Gimpy ist immer schön. Aber ja, jeder Boss gibt uns hier nochmal ein Item, was recht nett ist, würde ich sagen. So, rote Herzen haben wir immer noch genug. Wo waren wir noch nicht? Wir waren hier irgendwo links noch nicht. Hier. Hier waren wir doch schon. Verdammt, wo waren wir noch nicht? Ich hasse Amnesia. Als ob ich mir die Map im Kopf merke. Kannst du dich von mir verlangen? Mein kleines Kopfchen. Wie soll es das denn machen? Das ist zu viel verlangt. Oder gar nichts. Hallo. Delirium irgendwo. Eventuell noch ein blaues Herz davor. Aber Gimpy. Oh, hier ist Delirium. Hallo. So, wie viel Damage machen wir? Nicht wirklich Damage. Bist du bitte eine Strength-Karte oder so? Fool. Hat der auch eine Form, wo er einfach Gegner spawnt? Das wäre toll. Wisst ihr was? Wir legen hier mal ein paar Bomben hin. Dass er da dann ab und zu einfach mal reinläuft und Leben verliert. Sollte uns auf jeden Fall helfen. Okay, jetzt steht er die ganze Zeit in dem Feuer drin. Das ist doch schon mal schön. Ich glaube, wir kriegen keinen Damage durch... Wow, durch das Feuer, oder? Ach du Dummkopf. Delirium, das wird lange dauern. Du hast doch noch voll viele Leben. Wieso machst du jetzt schon so eine Kacke? Ein paar mehr Leben wären schon schön gewesen irgendwie. Ach ja, und bei euch so. Ach cool, die Dinger explodieren einfach. Ich glaube, ich sterbe hier wirklich noch. Oh nö! Gimpy, gib mir irgendwas! Oh, das schaffe ich nicht. Das war so dummer Damage, ohne Witz. Das Schöne ist, man sieht immer, wo er eigentlich ist. Weil unser Laserstrahl halt immer zu ihm hingeht. Weiß man immer ungefähr, wo er zumindest ist. Oh Mann, hä? Okay, nicht aufgepasst. Mit 4 Leben, okay. Wir machen erstmal andere Bosse. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwie ein Leben bekommen oder so. Oder irgendein anderes tolles Item. Oh nein, waren wir hier jetzt schon überall? Hast du vielleicht noch irgendwas Schönes? Amnesia. Friends till the end. Klingt jetzt nicht wirklich was. Hier haben wir zumindest noch einen blauen Stein. Oh, das ist sehr schön. Und der kann es vielleicht auch noch irgendwas Tolles geben. Ein Lebensupgrade zum Beispiel. Das 1 HP ab gibt dann also. Hilfe. Gibt dann also so viele Leben, wie man auch vorher hatte, bevor man gestorben ist. Das ist gut zu wissen. Nochmal 2 blaue Herzen. Okay, jetzt geht's uns eigentlich ganz gut. Jetzt noch ein Damage Upgrade.
Und dann sollte Delirium eigentlich recht easy werden. Ich meine, wir haben ihn ja eben schon fast besiegt. Mit nur 4 Leben. Also zumindest die Hälfte. Sollte also eigentlich ganz gut werden. Wenn, jetzt dürfen wir uns halt nur nicht doof getroffen werden und dann geht's uns gut. Okay, Bumbo kann ein bisschen was einsammeln. Was kann er uns eigentlich geben? Eine Karte oder so wäre schön. Eine Strength-Karte oder so. Aber Villa anscheinend nicht. Na gut. Waren wir jetzt schon überall? Nee. Streckt sich das hier wieder alles. Health up, sehr nett. Fragezeichen, mir egal, solange es nicht irgendwas Schlechtes ist. Hier haben wir noch richtig viele Ebenen. Oder, ja, richtig viele Räume. Finde ich richtig gut, Leute. Kriegen wir noch ein paar Herzen dazu. So, ein weiterer Boss wäre noch ganz schön. Wir müssen uns nur merken, wo Delirium gleich noch ist. Richtig viel, also man kann... In The Void kann man auf jeden Fall noch richtig stark werden. Wenn man da noch nicht stark genug war. Nein, mach meine Spinne bitte nicht kaputt. Ich brauche die noch. Mach einen Boss, sehr schön. Whale ist wohl ein einfacher Boss. Kann man machen. Was ist das denn? Irgendein Ring? Father's Blessing. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal neu freigeschaltet. Ich habe gar keine Ahnung, was der macht. Sieht ein bisschen aus wie der Ring von Herr der Ringe. Vielleicht können wir uns ja unsichtbar machen. Aber keine Ahnung. Hallo. Cool. Dad's Lost Coin. Dankeschön. Ich weiß nicht, was der macht. Aber er hat unsere Range erhöht. Das ist doch schön. Ich wüsste, was der Coin macht, der genauso aussieht, aber so ein bisschen... Oh, Geld. Ach, Bumbo wächst. Ach, das ist nett. Stimmt, der wird zum Bumboss später, ne? Bumboss. Übrigens da nochmal danke an den Kommentar, der diesen Vorschlag gemacht hat. Mit dem Bumbo. Wie der am Ende heißen soll. Ich glaube, Bumboss war das, ne? Die letzte Form. Wie wir ihn nennen sollten. Fand ich gut. Übernehme ich mal so. Cool. Dann wäre es natürlich toll, wenn wir den noch irgendwie voll bekommen könnten. Mit ein bisschen Geld, aber ich denke, wir kriegen es nicht hin. Okay. Mir fällt übrigens jetzt erst auf, dass Delirium eine Ansammlung von... Oh, vielleicht doch. Eine Ansammlung von allen bisherigen Ebenen ist. Also hier sind wir zum Beispiel in Shio eben gewesen. Jetzt sind wir... Im Keller und so ein Scheiß. Finde ich ganz cool. Kathedrale gibt es hier auch. Und ich habe gar keinen Plan, wo jetzt der Boss ist. Nein, Delirium. Hä? Aber der war doch hier in der Ecke, oder nicht? Irgendwo rechts. Irgendwo rechts. Aber anscheinend nicht. Nee. Okay, jetzt sind wir also ganz an der rechten Seite, wie es aussieht. Heißt, wir müssen hier hoch. Hoch. Hier ist noch was. Warum ist hier noch was? Dann nach rechts. Wir haben so einen blöden Kurs hier gerade, der uns immer hin und her swibbelt. Ah, okay, daran kann ich mich erinnern. Dann war der hier, oder? Ja. Hallöchen. Ich bin ein bisschen stärker geworden seit unserem letzten Mal und du triffst mich einfach trotzdem. Ah, hier, guck mal, jetzt haben wir so einen Ring um uns rum. Das macht der Ring. Aber was der jetzt genau macht, gar keine Ahnung. Aber wir haben einen Ring um uns rum, das ist auch schon mal schön. Und wir haben einen Bumbo, der eventuell angreifen könnte, wenn er mal cool wäre. Aber irgendwie hat er keinen Bock. Bumbo! Bumboss! Also du bist noch... Ach doch, er greift an! Aber ich dachte, er geht vielleicht auf ihn rauf. Das wäre angenehmer gewesen. Aber er schießt einfach nur mit so einem richtig Billo-Schuss-Ding. Naja, Damage ist Damage, nicht wahr? Auch Kleinvieh macht Mist. Frag mal deine Kinder. Aber diesmal sollte das gut gehen. Wir machen diesmal auch mehr Damage als beim ersten Try. Fühlt sich auf jeden Fall gerade so an. Oh ja, ein 12er Damage. Ich glaube, das macht dieser Dads Ring, oder? Ich wüsste nicht, wodurch wir sonst stärker geworden sind. Ich glaube, der hält dann aber auch nur einmal pro Raum oder einmal pro Ebene. Gar kein Plan. Aber auf jeden Fall ist er gerade noch aktiv. Damage einfach mal verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht. Ups, ist ganz nett. Ein Herzchen haben wir auch noch, wenn es uns schlecht geht. Doch. Diesmal soll das hinhauen. Ich wüsste halt gern, was dieser Kreis macht. Macht der Schaden, wenn etwas bei uns reingeht? Oder zeigt er einfach nur irgendwas an? Man weiß es nicht.
Oh schön, dann haben wir zumindest eine. Wow, hallo. Haben wir zumindest eine Sache freigeschalten. Das ist ja, denn ich stelle mich jetzt hier richtig dumm an. Kann natürlich auch sein. Und gerade sieht so aus, als wenn ich mich sehr dumm anstelle. Yo, Bro. Jetzt am Abgehen, oder was? Weil du so wenig Leben hast. Irgendwie macht er gerade mehr als normalerweise. Hey. Immer diese Teleport-Action. Oh Gott. Ich raff hier gar nichts. Was geht denn ab mit dem? Bist du etwa Hustern? Ja, aber sollten wir geschafft haben. Gut, die Folge wurde länger als erwartet. Einfach nur wegen dieser Delirium-Sache hier. Der streckt das immer enorm, finde ich. Aber ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir gucken gleich noch, was wir gekriegt haben. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich hoffe, ihr hattet schöne Osterfeiertage oder habt sie jetzt noch. Und geht zu einem Osterfeuer oder so. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, oh, die Bloody Crown, die ist nett. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und wir haben die Bloody Crown. Tschüss.